frische Luft wird gut tun. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Wir befinden uns hier auf hoher See. Ist ja fast schon Assassin's Creed 4 Style. Und wir sollen jetzt an Deck gehen. Ist ja... Sieht schön aus hier. Ja. Ich sehe da unten auf der Karte so Symbole, zu denen gehe ich einfach mal gerade hin, interagieren. Bitte. Guten Morgen, Doktor. Euch ebenso. Eine Frage, wenn ich darf. Arbeitet ihr hier an Bord oder seid ihr nur ein Passagier? Etwas von beidem, schätze ich. Ich wurde von der Royal Navy beauftragt, die Seekrankheit zu untersuchen. Ich beobachte die Crew während der Überfahrt. Wir glauben, dass Seeleuten das offene Meer besser bekommt als dem Rest von uns. Ich möchte herausfinden, warum. Nun, ich hoffe, ihr habt Erfolg mit diesem Vorhaben. Ja, ich auch. Danke für die netten Worte. Ja, kein Problem. Da hoffe ich doch auch, dass ihr Erfolg habt. Hier ist noch ein Sens, ja. Einen Moment Zeit. Ah, noch ein Londoner. Schön zu sehen, dass noch ein Mann mit Manieren an Bord ist. Rupert Martin, hoch erfreut. Haytham Kenway. Angenehm. Anscheinend haben wir die Stadt zur rechten Zeit verlassen. Ja? Habt ihr etwa nicht von dem Mord im Opernhaus gehört? Nein. Was ist geschehen? Das wird zurzeit noch untersucht. Und ich schätze, das wird noch eine Weile in Anspruch nehmen. Kennt man schon das Motiv? Jedenfalls war es kein Raub. Also vielleicht ein Geschäft, das schiefgelaufen ist. Oder etwas Persönliches. Könnte sein, etwas Schlüpfriges. Wer weiß. Aber ich bin froh, dass ich nicht dort bin. Die Stadt wird mit jedem Tag gefährlicher. Ja, also ich habe keine Ahnung, von welchem Mord er da spricht. Hier kann man nicht an Deck. Dann jogge ich mal hier weiter. Oh, was ist das? Ach, ein Spiel spielen. Nee. Jetzt gerade nicht. Jetzt muss ich gerade an Deck gehen. Atlantischer Ozean. Captain. Mr. Kenway! Ich wollte mich bedanken, dass ich an Bord kommen durfte. Und für die Unannehmlichkeiten entschuldigen, die ich euch bereite. Unannehmlichkeiten wäre noch untertrieben. Verzeiht, ich kann nicht folgen. Mein Schiff wurde 2 Tage im Hafen festgehalten, um auf euch zu warten. Ich habe deshalb mehrere Aufträge verloren. Davon wusste ich nichts. Natürlich nicht. Ihr Adligen seid alle gleich. Wir sind also jemand Adliges. So, so. Und dann wird alles gut. Bist du dir sicher? Natürlich. Habe ich dich jemals belogen? Nein. Ich traue bloß den anderen nicht. Vertraue, mein Freund. Du wirst sehen. Seht an! Unser geschätzter Gast beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Geht besser wieder zurück in euer Quartier. Das Oberdeck ist kein Ort für Landratten. Das dachte ich auch. Und doch seid ihr hier. Oh, ihr seid ein wahrer Spaßvogel, was? Mal sehen, wie lustig ihr das findet. Das reicht mir. Halt dich da raus. Eine erste Schlägerei. B halten, um in Parierstellung zu gehen und gegnerische Angriffe abzuwehren. Ich will mein Geld haben. Gar kein Problem. X. Hört ihr das an, Hector? Glaubt, er kann hier so rumstolzieren und sich zum Burgherren erklären? Bitte, Jungs, lass das sein. Wenn der Captain uns sieht... Zur Hölle mit dem Captain. Und zur Hölle mit dir, Mills. Auf wessen Seite stehst du überhaupt? Oh Mann. Oh, wir haben fertig gemacht. Ich bin bereit für die nächste Runde. Das wäre unklug. Wieso das? Glaubt ihr denn, ich hätte Angst? Nein. Das wäre nicht. Solltet ihr zumindest. Gebt ihr auf? Niemals!
gefällt euch das jetzt? Das gefällt mir sehr gut. Schauen wir mal, schauen, was das besser macht. Was hat das zu bedeuten? Captain. Ich verlange eine Erklärung, Mr. Kenway. Diese Miete? Wir haben nur etwas Sport gemacht zum Zeitvertreib, Captain. Warum vertreibt ihr eure Zeit nicht mit eurer gottverdammten Arbeit? Ich wusste nicht, dass ich euch fürs Herumfallen bezahle. Auf ein Wort bitte, Mr. Kenway. Oh, fast vergessen. Da ist euer Messer. Was ein Spaß. Ihr seid mir egal, Mr. Kenway. Ich hatte nur Ärger, seit ihr an Bord gekommen seid. Eure Probleme haben nichts mit mir zu tun. Und womit sonst, bitte? Ihr seid ein Stümper, launisch und grausam. Und offenbar hat eure Mannschaft keinen Respekt vor euch. Seht, ich will nicht streiten. Eigentlich brauche ich Hilfe. Ja, das ist gut. Ich vermute, ein paar der Männer planen eine Meuterei. Wirklich? Welche Überraschung. Da ich keinem von ihnen trauen kann, muss ich mich wohl an euch wenden. Und warum sollte ich helfen? Wenn sie wirklich einen Betrug planen, bin ich eure einzige Hoffnung, Amerika leben zu erreichen. Nun, wie sieht es aus? Wenn ihr die Wahrheit sagt, welche Wahl habe ich denn dann? Danke euch. Aber ich stelle klar, wagt ihr noch einmal, mich zu bedrohen oder zu beleidigen, zögere ich nicht, euch selbst den Hals durchzuschneiden. Verstehen wir uns? Exzellent. Guten Tag. Ja, sehr amüsant. Limit für Gesundheitsverlust 10%, optionales Missionsziel. Hätten wir geschafft und hier ist noch jemand, mit dem wir reden können. Bist du das? Ne, ich glaube, da müssen wir nach oben. Sowas mache ich ja dann doch immer gerne, wenn man schon mal Zeit hat. Interagieren bitte. Hallo, Sir. Sieht es nach einer angenehmen Reise aus? Ist eine ruhige Jahreszeit. Stürme und raue See sind natürlich trotzdem denkbar. Aber keine Angst. Schlimmstenfalls wird es etwas unbequem. Ich sorge mich eher um Piraten und Freibeuter. Seid ihr ihnen schon mal begegnet? Ei, aber die Providence ist ein starkes Schiff und die Crew eingespielt. Das wird uns sicher schützen. Ja, hoffentlich. Mit Piraten ist nämlich nicht zu spaßen. Das war ja die Zeit, in der die Piraten die See gekreuzt haben. Und wir gehen mal wieder unter Deck. Dem grünen Symbol folgend. Ah, und ist schon wieder Zeit zum Schlafen gehen. Mr. Kenway. Captain. Was immer die planen. Ich glaube, es wird langsam ernst. Dann gehe ich besser ans Werk. Jetzt gibt es hier noch eine Prügelei, oder was? Wir haben ja bisher nur die Faust. Tag 28, ja, die Zeit ist ja wie im Flug vergangen. Es ist unrecht, dass er sich Lamm und Wein wünscht, wenn
ihr noch Mützenfest rüberkriegen. Sucht ihr wieder Streit? Ist es das? Geht weg. Ja, die sind wohl nicht zum Plaudern aufgelegt. Nette Abreibung habt ihr Graves und Quill verpasst. Ich hatte keine Wahl. Ei, Hohlköpfe, und zwar beide. Wo sind meine Manieren? Louis Mills, sehr angenehm. Haytham Kenway. Also, sollte ich auf der Hut sein? Ich glaube, die haben ihre Lektion gelernt. Sonst sind sie nicht. Ehrlich, nur die letzten paar Überfahrten waren halt etwas rau. Ach. Der Captain spart an jeder Ecke. Reduzierte Rationen, geringe Heuer, immer gefährlichere Fracht. Das hat die Crew aufgebracht. Gibt es denn Grund zur Sorge? Nicht, wenn ich's verhindern kann. Aber der Captain muss überdenken, wie er seine Männer behandelt. Ja, das ist wohl besser. Mit so einer Meuterei ist nicht zu spaßen. Ich habe euch nichts zu sagen. Das war ja nicht viel. Ja, denn Meutereien gab es durchaus auch bei Piraten. Zum Beispiel aber ich bin sicher, das klären wir auch alles nochmal in Assassin's Creed 4. Da werden ja viele Piraten, die es wirklich gab, aufgegriffen. Aber jetzt erstmal weiter mit der Mission. Ihr da, ich habe ein paar Fragen. Freut mich, habe aber keine Zeit zum Schwätzen. Vermutlich habe ich euch eh nichts zu sagen. Ihr sucht Informationen? Geht zum Smoothie oder zum Doktor. Die werden immer von allen zugequatscht. Ja, dann machen wir das doch mal. Ich würde gern mittanzen. Das in ein paar Stunden wieder was. Ich hätte nur Schiffszwieback, falls ihr hungrig seid. Eigentlich habe ich eine Frage. Und welche? Hat sich einer der Männer vielleicht merkwürdig gemacht? Oder etwas gesagt, was euch komisch vorgekommen ist? Die Jungs heulen wegen den Rationen, als könnte ich daran irgendetwas ändern. Sonst habe ich nicht viel gehört. Mein Rat? Geht doch zu James. Der hört immer gerne zu. Und wo kann ich ihn finden? Direkt hinter euch sozusagen. Er sitzt dort auf diesem Fass. Ja, mit dem haben wir uns ja gerade eben auch schon unterhalten. James Mills, oder ist er das gar nicht? Ah, nee, das ist er gar nicht. Das ist jemand anderes. Seid ihr James? Hi. Kenway. Haytham Kenway. Ich weiß, wer ihr seid. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Das dachte ich mir, aber nicht hier. Folgt mir. Also, was wollt ihr denn wissen? Habt ihr etwas Außergewöhnliches bemerkt seit unserer Abreise? Irgendwas, das Anlass zur Sorge gäbe? Einige der Männer haben sich nachts auf dem Oberdeck versammelt. Ich habe nur Bruchstücke aufgeschnappt. Ich weiß also nicht mit Sicherheit, was sie vorhaben. Aber mir schwant nichts Gutes. Meint ihr, sie planen eine Meuterei? Ich weiß nur, dass sie den Captain nicht mögen. Mills wollte sie beschwichtigen, aber er kann auch keine Wunder vollbringen. Danke für die Information. Ich möchte nur, dass wir die Kolonien lebend erreichen. Mills, dem traue ich irgendwie nicht. Der hat so eine freundliche Art, das passt irgendwie nicht so zu einem Seemann. Mehr als wollte er sich bei uns einschleimen. Guten Abend, Sir. Ist alles ruhig? Ruhig und still. Genauso wie ich es mag.
Was führt euch hier rauf? Nur ein Spaziergang. Die Beine vertreten. Mehr nicht. Aber seid vorsichtig. Auf Deck ist es sehr gefährlich im Dunkeln. Was war das? Da wirft jemand Ladung über Bord. Aber warum? Vielleicht eine Fährte, damit die anderen folgen können. Ähnlich wie bei Fluch der Karibik. Es ist ja hier schon alles sehr ähnlich mit Fluch der Karibik. Ich kann euch hören. Es ist Unrecht, dass er sich Lamm und Wein gönnt, während wir nur Büpfenfest putzen. Adlerauge aktivieren. Hinweis analysieren. Seltsam. Äußerst seltsam. Zur Kabine zurückkehren, um den Tag zu beenden. Ja, das machen wir doch gerne. Neuigkeiten? Jede Nacht dasselbe. Ich bewache ein Gebiet und sie werfen die Fässer von woanders ab. Ich muss ein zweites Paar Augen anheuern. Vielleicht James oder Mills. Warum machen die das? So wie ich das sehe, dienen die Fässer als Markierung. Sie legen eine Spur. Ich fürchte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis unsere Verfolger... Schiff von Achtern! Sie geht in Schussposition! Auf die Posten, Männer! Mach die... Achtung! Alle runter! Das war ein Warnschuss. Sie wollen uns wohl nicht versenken, sondern lieber entern. Bemannt die Kanonen! Macht euch kampfbereit! Und ihr geht unter Deck! Warum? Ich kann helfen, das Schiff zu sichern. Wisst ihr denn, wie man auftakelt, eine Kanone lädt, eine Seeschlacht führt? Nein, das darf ich nicht. Nun geht in eure Kabine, oder muss ich euch bringen lassen. Oh Mann, jetzt geht's richtig zur Sache. Sichert die Luke! Aether. Wart ihr schon an Deck? Ein Schiff nähert sich und will uns entern. Kein Anzeichen für Meuterei. Das ergibt keinen Sinn. Ah, tut es doch. Was meint ihr? Dachtet ihr, ihr könntet so leicht aus London entkommen nach eurem Attentat in der Oper? Dass wir es nicht bemerken? Dass wir euch nicht folgen? Darum geht es hier also. Ergebt euch und ich garantiere, dass man euch ehrenvoll behandelt. Wenn ihr mich ehrenvoll behandeln wollt, gebt mir ein Schwert. Seid ihr sicher, dass ihr das Spiel so spielen wollt? Ihm kann man nicht trauen. Ein rotes Symbol steht für ein Ziel, das eliminiert werden soll. Waffen kämpfen.
Was für Animation. Na los, mach ihn alle. Stech doch auf ihn ein. Ach man. So einfach wird's wohl nicht. Oh, jetzt haben wir ihn aber abgestochen. Ich sagte, ihr sollt unter Deck bleiben. Das habe ich auch getan. Nur, dass Mills mich dort erwartete. Der hat dieses Schiff hierher geführt. Es gab keine Meuterei, nur ihn. Und was wollen die? Mich. Wann sollen sie euch haben? Ist das so? Sie kriegen uns ohnehin. Wir können nichts dagegen tun. Ich hätte eine Idee. Ihr wollt in einen Sturm hineinsegeln? Unsere einzige Chance. Das mache ich nicht. Dann tue ich. Schon gut, schon gut. Spielt ja mit Hafenmittel der Haven. Was für ein Sturm. Atlantischer Ozean, später am selben Tag. Wir müssen die Taue sichern! Ich sagte, das ist wahnsinnig. Beruhigt euch! Ich werde mich darum kümmern. Dann tu das mal lieber schnell. Was für ein Sturm. Sieht ja schon geil aus. Schnell zum nächsten Tau. Na los, schneller. Guter Plan, aber es war doch recht riskant. Es hätte leicht in die Hose gehen können. Tag 72, ach du Scheiße. So schnell ist die Zeit vergangen. Dort gesehen. Den Kapitän am Bug treffen.
dort. Ja, das ist auch unsere... Da geht unsere Reise hin. Nach Boston. In Amerika. Und ich glaube, wie wir unseren Captain am Bug treffen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ja, was für eine Folge. Zuerst war Meuterei geplant und dann gab es einen Attentat auf uns, dem wir zum Glück entfliehen konnten. Mal sehen, wie es dann weitergeht. Hoffentlich kommen wir dann bald in Amerika an, ohne weitere Zwischenfälle. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao. Zeit der Entscheidung ist gekommen, ob Amerikaner bestimmt sind, freie Männer oder Sklaven zu sein. Unser unerbittlicher Feind lässt uns nur die Wahl, uns tapfer zu widersetzen oder uns jämmerlich zu unterwerfen. Heute entscheiden wir uns für die Freiheit oder den Tod.